der letzte Vortrag vor der Mittagspause. Und wir haben als Vortragenden heute Thorsten Friebe von der Firma Lattmann, Geschäftsführer. Und du wirst uns einen Einblick geben in die Neuigkeiten aus dem Degree-Projekt. Das Degree-Projekt ist auch schon einige Jahre alt. Ich habe vorhin überlegt, ich dachte so, das hat schon, ja. Wir haben Rost angesetzt. Ihr habt Rost angesetzt, dann gucken wir mal, ob es ein paar Derostungs-, Antirostungs-, Entrostungsversuche gibt. Genau. Schönen guten Tag. Mein Name ist Thorsten Friebe. Vielen Dank nochmal, Atina, für die Vorstellung. Ich möchte euch einen Einblick in das Degree-Projekt geben, wo wir da gerade stehen, was wir in den letzten Wochen und Monaten getan haben. Atina hat schon gesagt, ich bin bei der Firma Lattlon im Management-Team und bin im Degree-Projekt im TMC, das ist das Technical Management Committee, und wir kümmern uns darum, dass die Softwareentwicklung und das Projekt auf der technischen Ebene weiter nach vorne geht. Für die, die es nicht wissen, wir sind seit 2002 ein OSGEO. Seit 2002 haben wir das Projekt gestartet und wurden im Jahr 2010 dann auch offizielles OSGEO-Projekt. Das Degree-Projekt war von Anfang an unter einer Open-Source-Lizenz verfügbar, und im letzten Jahr, als die Phosphor-G war in Boston, da hat die OSGEO die Website neu aufgebaut und wir haben eine neue Projektseite. Die Adresse habe ich da angegeben, da kann man mal raufgehen, und da haben wir die aktuellen Informationen auch zum Projekt verlinkt. Ganz interessant, weil da sowohl für die Benutzer als auch für die Entwickler Informationen direkt verlinkt sind. Und da interessiert mich mal gerade bei den Anwesenden, wer nutzt denn Degree? Ja, sind einige dabei? Von denen, die Degree nutzen, wer ist denn auf der Mailingliste aktuell eingetragen? Ja, zwei noch. Gut, also für die, Dirk weiß es, habe ich dann noch am Ende noch eine Information, die wichtig ist, weil wir da auch noch eine Veränderung anstreben. Also, wer über das OSGEO-Projekt Informationen haben möchte, der geht bitte auf die Seite bei der OSGEO und kann sich dort über das Projekt informieren. Wir hatten ja gerade zwei Vorträge zum Thema OGC und Standards. Degree ist auch gestartet von Anfang an mit dem Ziel, möglichst nah die Standards zu implementieren. Und auch schon in den frühen Jahren war Degree immer die Referenzimplementierung für viele OGC-Standards. Wie wir hier auf der Grafik sehen, ist das offizielle aktuelle OGC Compliance Badge. Das bedeutet, dass all diese dort aufgeführten Standards aktuell von Degree unterstützt werden. Sitzen bleiben. Also ist super, aber noch nicht in Ekstase verfallen. Die Standards, die hier stehen, die sind gerade im Bereich von Inspire sehr wichtig. Das sind einmal die für die Bereitstellung von Rasterdaten, relevanten Dienste, WMS und WMTS. Beide haben wir mittlerweile so erweitert, dass sie die Standards entsprechend der aktuellen Version unterstützen. Wenn man plant, einen Inspire-Download-Dienst, also ein WFS 2.0 bereitzustellen, dann ist nicht nur der WFS-Standard relevant, sondern auch GML zum Beispiel. Denn in GML werden die Applikationsschema dann beschrieben, und das muss man umsetzen, und der Degree WFS ist in der Lage, auch dieses komplexe GML zu interpretieren und auszuliefern. Und auch dort stellen wir einen Dienst bereit, der ist compliant und Referenzimplementierung. Dirk Stenger hatte das gerade eben erklärt, da gibt es beim OGC eine Website, ich habe die hier auch nochmal verlinkt. Kann man sich weitere Informationen darüber auch abrufen, bedeutet, dass wir diesen Dienst bereitstellen, den kann man also aufrufen. Darüber hinaus sind wir aber die einzigen, die aktuell diese Anzahl von Standards implementieren
und auch den Quellcode offenlegen. Ja, also jeder von euch kann auf das GitHub-Projekt von Degree gehen, sich den Code angucken und angucken, wie wir das gemacht haben. Und wir laden natürlich jeden dazu ein, dieses zu tun, ja, und wir freuen uns natürlich jederzeit da auch über Feedback. Es kann heute immer noch schwierig sein, einen Degree-Dienst zu installieren, und um die Hürde deutlich zu verringern, haben wir vorher schon mit der Docker-Technologie experimentiert. Aber jetzt im Rahmen des OSGEO Code Sprints, der zurzeit immer noch im Basecamp hier in Bonn stattfindet, hatten wir am Montag unser Entwicklertreffen, und dort haben wir es dann endlich geschafft, auch das offizielle Degree Docker Image zu erstellen. Das bedeutet, ihr könnt heute auf Docker Hub nach Degree suchen, findet dort unter Degree 3, Degree Docker, das offizielle Image, was automatisch gebaut wird, wenn wir eine neue Version von Degree erstellen. Ja, das ist ein ganz großer Fortschritt für uns auch zum Testen, aber auch für jeden, der mit Degree mal seine ersten Schritte machen möchte, der kann eben auf die Docker-Technologie zurückgreifen. Da waren auch tolle Vorträge hier im Rahmen der Foskis. Felix Kunde zum Beispiel hatte da einen ganz tollen Vortrag, möchte ich mich nochmal bedanken. Und wie gesagt, guckt euch das an, probiert es aus, testet es. Es ermöglicht wirklich schnell, einen Dienst aufzusetzen. Einige Zahlen zum Projekt. Wir nähern uns langsam der Entwicklerperspektive. Das Projekt ist auch schon seit einigen Jahren auf GitHub. Und dort auf GitHub kann man immer so ein paar Keyzahlen, also abrufen, wie viele Forks es gibt, wie viele GitHub-Benutzer dieses Projekt beobachten. Da freuen wir uns, dass sich das beim im kleinen Bereich aber kontinuierlich weiterentwickelt. Es gibt immer mehr Interessierte, es gibt auch immer mehr beteiligte Personen, die wir gar nicht kennen, also die auf GitHub aktiv sind und die unser Projekt gefunden haben und Codestellen entdeckt haben, die sie nicht gut fanden. Und stellen dann Pull-Requests, das ist manchmal nur eine Zeile, ja, kann aber auch manchmal viel mehr sein. Und das ist ganz toll, weil wir dadurch die Hürde deutlich gesenkt haben, um Kontributionen in das Projekt einbringen zu können. Wer also Entwickler ist, werde das am Ende des Vortrags nochmal auch einen Aufruf da starten, ist herzlich willkommen, sich auf GitHub auf unserem Projekt dann anzumelden. Was hat sich jetzt in letzter Zeit getan? Eigentlich hatten wir das Ziel, zum Code Sprint die Version 3.4 nach 2 Jahren Verspätung endlich final bereitzustellen. Hat leider nicht geklappt am Montag. Und wir haben es nur bis zum neuen Release-Kandidaten gebracht. Aber auch der zeigt, dass wir nicht untätig waren in der Zeit. Im Gegensatz zu der vorherigen Version haben wir 13 neue Features in die Version eingebaut. Ich zeige gleich eine Auswahl davon. Die Anzahl allein schon der Verbesserungen, also die Verbesserungen von schon vorhandenen Funktionen mit 112 Verbesserungen, ist wirklich enorm. Ja? Also das war toll, was da alles auch von Leuten aus der Community beigestellt wurde, was wir integrieren konnten. Ja, und 173 Fehler, jetzt kann man sagen, Mensch, das ist aber ein schlechtes Zeichen. Warum sind da so viele Fehler drin? So ist es halt mit Software. Ja, und wir freuen uns über jeden Fehler-Report, wenn ihr einen Fehler findet. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir den Fehler dann lösen können. Was sind so die interessanten Features, die mit Degree 3.4 jetzt dazugekommen sind? Ich möchte da nur 3 kurz herausheben. Das ist einmal die Bereitstellung des WFS, der es jetzt erlaubt, durch größere Feature Collections seitenweise durchzunavigieren. Das ist das Paging. Ganz interessant, gerade bei großen Datenmengen.
Ja, weil auch nicht, wenn man einen Klienten hat, der auch nicht beliebig große Datenmengen verarbeiten kann. Ein zweiter Punkt ist für die Rasterdaten. Oracle Raster ist eine Erweiterung der Oracle Datenbank. Und wenn man mit Oracle Datenbanken arbeitet und dort seine Rasterdaten ablegt, gibt es jetzt einen entsprechenden Adapter, der es erlaubt, auf diese Rasterdaten in der Oracle Datenbank zuzugreifen. Und auch in Degree 3.4 haben wir integriert das GEDA oder Google Framework, das Werkzeug. Und damit besteht jetzt die Möglichkeit, gerade bei dateibasierten Rasterdaten auf viele Formate zuzugreifen, die vorher Degree nicht unterstützt hat. Also alles, was GEDA an Datentypen für Rasterdaten lesen kann, kann man damit jetzt auch in Degree über den WMS dann bereitstellen. Bei den Erweiterungen, warum unterscheiden wir zwischen Features und Erweiterungen? Features sind wirklich komplett neue Sachen, Erweiterungen sind bestehende Funktionen verbessern. Da möchte ich auch einige herausheben. Das erste ist ganz wichtig für alle, die schon Degree betreiben. Die nächste Version, also die da jetzt auch steht, 3.4.0 final, muss mit Java 8 betrieben werden. Ja, wir waren so ein bisschen, man kann sagen, konservativ, ein bisschen der Zeit hinterher. Ja, jeder hat es mitgekriegt, Oracle hat diese Woche Java 10 finalisiert. Also Java 9 ist schon seit langem im produktiven Einsatz und jedem wird auch empfohlen, auf die aktuelle Java-Version umzusteigen. Das bedeutet also, wenn ihr schon Degree im Einsatz habt, müsst ihr eure Infrastruktur dementsprechend eventuell anpassen. Java 8 wird jetzt das Minimum. Mit Java 6 oder 7, wie es in den vorherigen Versionen möglich war, läuft Degree nicht mehr. Warum ist das so? Das ist genau der zweite Punkt, den ich da markiert habe, ist, wir haben ein Kommandozeilenwerkzeug integriert. Das war auch ein Beitrag aus der Community von Jürgen Weichand. Der hat das entwickelt. Das ist ein Kommandozeilenwerkzeug, mit dem kann man aus GML-Applikationsschemata Degree-Konfigurationen erzeugen. Darauf werde ich gleich nochmal genauer eingehen, weil das gerade für Inspire relevant ist. Und dieses Werkzeug ist jetzt offizieller Teil von Degree. Letzter Punkt, der hier unten steht, der Pull Request, den wir dort integriert haben, ist auch wieder für Inspire relevant. Und da geht es darum, dass der WFST, also die transaktionale Schnittstelle des Web Feature Service, so erweitert wurde, dass wenn man riesige Datenmengen, und da rede ich über vielleicht sogar 1,5 Gigabyte GML, über die Schnittstelle hochladen will, dann sagt der ITler in mir, das ist eine dumme Idee, weil über HTTP eine Datei von 1,5 Gigabyte hochzuladen, das Netz ist bekanntlich ja immer da, ne? Und es ist stabil und funktioniert und es bricht ja nie ab, so ein Upload. Aber wenn man es denn machen möchte, dann hat man jetzt die Möglichkeit, diese großen Blöcke in kleinere Blöcke zu zerlegen und der Degree WFS ist in der Lage, GML-Feature-Referenzen aufzulösen, die nicht in dem GML-Dokument drin sind, aber eventuell schon in der Datenbank vorhanden. Und das ist ganz interessant, vor allem gerade beim Import großer Datenmengen. Weitere Informationen, ich habe eine Slide auch dazu, da findet man den Pull Request, den Link und da stehen Details, wie man das nutzen kann. Ich habe ja gerade gesagt, für das Bereitstellen von Inspire-Daten ist man auf GML-Applikationsschemata angewiesen. Die werden durch das JRC bereitgestellt und auf Basis dieser GML-Applikationsschemata kann man jetzt mit dem Degree-Kommandozeilen-Tool
sowohl die Datenhaltung als auch die Konfiguration erstellen. Ich habe hier einen Screenshot von der README-Datei, die liegt zurzeit noch unter dem Link, der da oben steht. Wir werden aber mit der nächsten Version auch die Informationen noch in das Benutzerhandbuch, die offizielle Dokumentation noch mit übernehmen. Was macht dieses Werkzeug? Was ist daran so interessant? Dieses Werkzeug ist in der Lage, ein GML, eine XSD, ein Schema einzulesen, dieses Schema zu interpretieren und kann dann zwei Typen von Konfigurationsdaten erzeugen. Einmal für das Degree-Framework selber, die Degree-Konfigurationsdateien, die man braucht, um ein WFS bereitzustellen. Zusätzlich aber kann dieses Werkzeug auch die SQL-Skripte erzeugen, DDL-Skripte, mit denen man ein Datenbankschema anlegen kann für eine Postgres oder für eine Oracle-Datenbank. Dieses Tool unterstützt zwei Optionen, sowohl relational als auch den sogenannten Block-Modus. Die beiden haben Vor- und Nachteile und wir laden jeden immer dazu ein, gerade bei Inspire auszuprobieren, welches dieser beiden Konfigurationsoptionen das bessere ist für das Datenthema. Wie nämlich das GML-Applikationsschema umgesetzt wird, kann man hier an dieser Konfiguration sehen, ist bei dem relationalen Modell sehr feinteilig, wird wirklich in einzelne Relationen umgesetzt und bei dem Blob-Modus wird das komplette GML in der Datenbank eben als Blob gespeichert. Und je nachdem, wie komplex das GML-Schema ist und der Anwendungsfall, was man mit den Daten eventuell noch machen möchte, auch mit anderen Werkzeugen nutzen, ist manchmal das eine oder auch das andere der bessere Ansatz. Eine Übersicht, wo wir Vor- und Nachteile oder welcher Ansatz da der bessere ist, möchte ich hier an der Stelle nicht nochmal länger eingehen. Das findet ihr auf den Folien und könnt ihr euch nochmal in Ruhe angucken. Denn wichtig ist, wenn ihr mit Inspire arbeitet und Degree verwendet und jetzt eine Konfiguration gefunden habt, die gut ist, laden wir euch ein, diese Erfahrung auch mit anderen Anwendern und nicht nur hier in Deutschland, sondern innerhalb Europas auch zu teilen. Wir haben eine Projektseite bei Inspire in Practice und wir hoffen, dass eure Erfahrung, wenn ihr mit Degree einen Inspire-Dienst aufsetzt, dass ihr diese Erfahrung auf dieser Projektseite auch teilt. Einige von den Degree-Anwendern, die Degree für die Bereitstellung von Inspire-Daten nutzen, haben das schon getan. Unter anderem vom BKG ist da ein kompletter Workspace publiziert worden. Der liegt auf GitHub, den kann man sich angucken. Aber es gibt auch aus anderen Projekten entsprechende Aktivitäten, die haben auch den kompletten Degree-Workspace mit allen Informationen dort publiziert. Wenn ihr also Degree im Bereich Inspire einsetzen wollt, guckt euch das an. Zusammen mit unserem Online-Tutorial hoffen wir, die Hürde etwas niedriger zu legen, sodass es einfacher wird, einen Degree-Download-Dienst oder einen Degree-View-Dienst bereitzustellen. Das heißt aber nicht, alles ist fertig, es ist noch was zu tun. Und in unserem GitHub-Issue-Tracker sind ganz viele Tickets, die warten darauf, bearbeitet zu werden. Ja, da sind einige, wir markieren all die, wo wir Entwickler, aber es kann auch nur Dokumentation sein oder nur testen, ist der Fehler wirklich behoben? Wir haben Fehlerbehebung umgesetzt, aber wir wissen nicht, ob er bei dem Anwender oder mit dem Datenthema und dem Datensatz wirklich behoben ist. Und da freuen wir uns immer, wenn aus der Community uns Leute unterstützen
und bei den Tickets, die mit Contribution Welcome gelabelt sind, beisteuern, Informationen oder eben tatsächlich einen Pull Request. Und dann gibt es größere Aufgaben in dem Projekt, die nicht aufgrund von freiwilligen Arbeit so nebenbei, neben Job erledigt werden können. Und da sind wir tatsächlich auf Geld, auf Funding, auf Sponsoren angewiesen. Und auch dort labeln wir mittlerweile einige Issues, die wir als so groß betrachten, dass man die mal nicht so am Nachmittag, in einer Stunde Freizeit, am Wochenende selber mal umsetzen kann. Also auch dort für all die, die unser Projekt unterstützen wollen, wir versuchen, diese Dinge zu identifizieren und markieren diese mit den entsprechenden Labels. Ausblick, was steht an? Die Mailingliste von Degree ist seit Anbeginn auf SourceForge, aber da gab es im letzten Jahr eine Änderung, hatte was mit dem Datenschutz zu tun. Und das hat dazu geführt, dass viele, die eine Subscription hatten, nicht mehr auf der Mailingliste sind. Wenn sie diese E-Mail, die da irgendwann mal im Sommer letzten Jahres kam, bestätigt haben. Und das war für uns der Anlass, dass wir nochmal überlegt haben, ob wir nicht die Mailingliste migrieren. Also wir planen, die Mailingliste jetzt nach OSGEO zu übertragen. Dann, wir haben 2 Jahre gebraucht, Degree 3.4 fertigzustellen. Das lag auch daran, dass wir uns selber Hürden organisatorisch und von den Prozeduren auferlegt haben und die wollen wir ändern. Wir wollen jetzt zu einem rollenden, fließenden Release-Zyklus übergehen. Immer dann, wenn Pull-Requests, Code-Änderungen fehlerfrei gemerged werden können, bauen wir jetzt ein Release. Es wird keine Präversion mehr geben, aber es kann sein, dass wir demnächst auch Degree 4, 5, 6 oder 7.1 releasen. Also wir wollen unseren Release-Zyklus anpassen. Und technisch ganz wichtig, Java habe ich schon erwähnt, entwickelt sich jetzt auch schnell weiter. Auch Oracle hat gesagt, dass die Blockade, die bei Java 8 war, wollen sie nicht nochmal wiederholen. Java wird in diesem Jahr Java 10 und wir wollen versuchen, auch Degree auf dem aktuellen Stand zu halten. Da neben Java auch noch der Apache Tomcat eine relevante technische Komponente ist, müssen wir da auch auf die aktuelle Version. Und das ist dann auch mein Ende und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr noch Fragen habt, freue ich mich. Vielen Dank, Thorsten. Sind Fragen? Bin ich? Ja. Hallo, ich habe gesehen, Orge Georast ist jetzt mit 3.4 jetzt drin und G3. Ja. Hat das beides miteinander zu tun? Also wenn ich Orge Georaster haben möchte, muss ich G3 dann auch haben? Nein. Nein. Nein, das ist komplett voneinander getrennt. Okay. Das Oracle Georaster geht über Treiber, die von Oracle bereitgestellt werden und geht komplett ohne G3. Und dann haben wir für die anderen Rasterdaten aber nochmal G3 als sozusagen Open Source Lösung. Ja. Wenn ich jetzt selber einen Inspire Web Service aufsetzen möchte und mich dann zwischen verschiedenen Softwarelösungen entscheiden müsste, was wäre für mich ausschlaggebend, Degree zu verwenden? Ja, ist eine gute Frage. Also die für mich, ich kann ja zum Glück sagen, ich bin nicht in der Pflicht, Inspire-Daten bereitzustellen. Ja, wir kriegen das ja nur als Schmerzen mit, wenn jemand anderes das Problem hat. Was spricht für Degree? Was höre ich? Der Vorteil von Degree gegenüber anderen Open-Source-Lösungen, aber auch kommerziellen Lösungen, ist die vollständige Unterstützung für diese komplexen GML-Applikationsschemata. Zusammen mit dem Vorteil, wenn man einen Download-Dienst bereitstellt, bei Inspire braucht man auch immer eigentlich einen View-Dienst, dass man, wenn man einmal die Degree-Konfiguration für den WFS gemacht hat, fällt automatisch der WMS auch ab. Also man hat dann, wenn man das Styling natürlich dann noch mit betrachtet, relativ schnell auch einen Inspire View Service.
dann aufgesetzt. Gut, dann hätte ich noch eine zweite Frage, wenn es okay gerne ist. Genau, also ich habe gehört, also es gab da mal eine Web-Processing-Service-Implementierung, wie ist da der Status? Den gibt es immer noch, aber es ist tatsächlich so wenig nachgefragt. Wir haben auch irgendwo ein Ticket, wo wir gefragt haben, Leute, wer nutzt das? Sagt doch mal Hallo, ja, oder gibt ein Plus Eins auf GitHub. Er ist immer noch da, der Code ist da, aber wir pflegen ihn aktiv nicht. Also es gibt kaum wenig Aktivitäten auf Source-Code-Ebene. Er ist immer noch da auf der Version 2.0, ist es nicht die vorherige Version. Ja, ja, wir haben ja auch den Decree im Einsatz und mir ist halt aufgefallen bei dem Decree CLI-Utility, da werden keine Indizes auf die Geometriespalten mit erzeugt. Das heißt im Endeffekt, der macht halt das ganze SQL durch. Ja. Und als ich dann den Degree View Service am Laufen hatte, habe ich gedacht, warum ist der so ellenlangsam? Und dann habe ich herausgefunden, da ist überhaupt kein Index drauf, gar kein Geo-Index. Das wäre vielleicht noch eine Anregung, dass man das halt dann automatisch bei der SQL-Erzeugung halt mit in das CLI-Utility reinbaut. Weil sonst muss man es halt create Index über alle Geospalten drüber. Es ist bei ja, einigen Themen und verschiedenen Modellarten ein bisschen nervig. Da habe ich mir ein Skript geschrieben, aber wenn man es halt direkt out of the box drin hätte, vielleicht als Anregung, ja, gerne, das mal mitgeben. Ja, also nehmen wir gerne mit auf. Wenn ihr weitere Anregungen habt, Fehler findet, nutzt bitte den Issue-Tracker von Degree. Tragt eure Ergebnisse, Erfahrungen, Beobachtungen dort ein und bitte habt Verständnis, all das, was im Rahmen des Community-Projektes läuft, ist wirklich freiwillige Arbeit, was wir neben dem alltäglichen Job machen. Da kommt manchmal die Antwort erst nach einer Woche oder noch später. Also habt ein bisschen Geduld und bitte da um Verständnis. Wie gesagt, ist ein freiwilliges OSGEO-Projekt. Gut, vielen Dank. Nochmal einen Applaus von uns.